das ganz große Thema Ausbildung. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten in Saarbrücken am Klinikum hier eine Ausbildung zu machen, nämlich einmal das Studium und einmal eine, ich nenne es mal eine normale Ausbildung, die sich aber laufend wandelt und ändert. Und hier haben wir Auszubildende im Klinikum. Ob ich das jetzt so richtig alles gesagt habe, das frage ich jetzt mal. Es sind Auszubildende? Es sind Auszubildende. Alle, die hier stehen, sind Auszubildende, außer die Kollegin aus der Pflegedirektion. Okay. Und wir haben verschiedene Ausbildungen, die normalen Ausbildungen in der Pflege, also Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, sind dreijährig konzipiert. Hier stehen jetzt Schüler aus anderen Ausbildungsberufen. Ja, wir haben auch ganz große Hilfe. Hier ist die Pflegeleitung da. Du hast rund fast 1000 Leute unter dich. Ja? Aber was wärt ihr ohne Auszubildende? Wahrscheinlich gar nichts mehr, oder? Ja, also nicht ganz 1000 Leute, aber so circa 800 Personen sind es schon mit den Auszubildenden. Das hängt damit zusammen, in der Pflege arbeiten ja auch sehr viele Teilzeitkräfte. Aber die Auszubildenden sind für uns natürlich ganz, ganz wichtig. Denn ihr seid in der Ausbildung schon seit fast 50 Jahren, oder? Ja, also seit das Klinikum besteht, haben wir auch schon eine Schule, wo Krankenpflege, Krankenschwestern ausgebildet werden. Und Ausbildung haben wir viel Erfahrung. So, hier haben wir einmal einen Berufsgang, der geht 4 Jahre. Der ist auch ganz neu, wir haben es eben kurz beschrieben. Er ist relativ schwierig auszusprechen, recht lang. Es gibt noch keine Abkürzung wie hier OTA, ja, das ist jetzt mittlerweile, oder PTA oder wie sie alle heißen. Also das habe ich beim Arzt mal gehört. Du machst was ganz genau. Genau, ich mache die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin mit integrierter Fachweiterbildung für Anästhesie und Intensivpflege. Intensivpflege heißt was? Intensivpflege bedeutet, dass ich später im OP arbeiten kann, ich kann später auf der Intensivstation arbeiten, ich kann später aber auch auf Normalstation arbeiten. Das bedeutet, ich habe viele Türen offen. Da kam ein Brief, ihr habt euch alle sehr gefreut, aber genau. Danach ging der Alltag los. Das heißt, du bist auch auf Station, oder? Genau, also die ersten 2 Monate hatten wir Schule, um auf den Einsatz vorbereitet zu sein. Und dann waren wir als erstes auf einer Normalstation. Also die Schule hat uns nicht sofort ins kalte Wasser geschmissen, sondern erstmal auf Normalstation, damit wir reinkommen, die Körperpflege lernen, wie der Alltag auf Station ist. Und der zweite Einsatz war dann auf Intensivstation. So, ich schaue mal ganz kurz dich mal an. Du bist jetzt, wie groß bist du? Ich bin 1,63 Meter. 1,63 Meter. So, das ist teilweise schon hart. Man muss die Leute auch bewegen, oder? Ja, auf Intensivstationen gibt es sehr viele Möglichkeiten, die Lagerung zu erleichtern. Zum Beispiel gibt es die Rutschmatten, die wir sehr viel benutzen auf Station. Und wir sind natürlich sehr viele Kollegen, die dann helfen. Genau. Ein Teamseite quasi. Genau, die mit anpacken. Super, das heißt also, der Alltag, der ist nicht so trivial. Das heißt, man hat unglaublich viel zu tun, man muss auch teilweise schnell reagieren. Denn es kann ja auch mal ein Fall auftreten, der nicht so simpel ist, oder? Ja, definitiv. Also es kommen ja auch zwischendurch Notfälle rein und je nachdem, wo man halt eben eingesetzt ist, ist man dann halt eben auch dabei, muss halt eben auch helfen und halt eben gucken, dass das Ganze vonstatten geht. Ausbildung und Schule, man lernt viel über den Körper, den Menschen? Ja, definitiv. Also es ist schon zum Teil, denke ich mir, so ein kurzes Medizinstudium, nur halt nicht so tiefgehend. Also im Prinzip muss man eigentlich auch alles kennen, nur halt, wie gesagt, nicht so tiefgehend, weil man muss es ja nicht durchtrennen zum Beispiel. Adern, da ist natürlich klar, dass man weiß, wie die aussehen. Ja, definitiv. Man muss es unterscheiden können, halt eben auch, was man dann angibt, hat ja auch damit zu tun. Und generell muss man halt einfach auch wissen, was der Operateur gerade macht. Das heißt, der spricht mit euch in der Fachsprache. Der sagt ja nicht irgendwie die Vene Nummer 13, sondern der sagt dann die und die Vene. Zum Beispiel welche Vene? Vena Saphena Magna. Ach, das wollte ich hören, genau. Ja, zum Beispiel, genau. Also er redet schon in Fachsprache. Auch die Instrumente haben ja bestimmte Bezeichnungen. Die muss man natürlich auch können. Und genau. Ausbildung, ja. Das heißt, man überlegt sich das schon gut, ob man das macht hier, oder? Ja, schon. Also es ist halt eine sehr anspruchsvolle Ausbildung, aber definitiv auch machbar. Und ich habe auch hier noch ein FSJ gemacht und Praktika im Krankenhaus. FSJ ist was für alle, die es nicht genau wissen? Freiwilliges Soziales Jahr. Genau, das heißt ein Jahr umsonst arbeiten? Oder gibt es da Geld auch? Da gibt es Geld, also nicht so, ich sage mal jetzt nicht viel Geld, aber darum ging es mir auch eigentlich nicht. Genau, also, das heißt, man lernt das mal kennen, man guckt, ob das einem passt. Es gibt nicht so viele Männer, oder? OTA. Nein, also jetzt, es gibt Luft nach oben. Das sage ich schon mal. Für die Männer. Genau. Also ich hätte mir auch jetzt auch gern gewünscht, ja, so in meinem Alter, dass da auch welche drin sind. Aber es kommen langsam. Okay. Ja, jetzt die neue Ausbildung hat ja auch angefangen. Okay. Also jetzt im neuen Kurs, da sind auch 2 Leute mit dazu gekommen. Habe ich mich 2 Männer? Genau. Okay. Habe ich mich echt gefreut. Okay. Ja, so in meinem Altersklasse auch.
Ja, es ist aber im Prinzip noch eine Frauendomäne, das muss man schon sagen. Das heißt, das Thema Pflege ist noch sehr, sehr von Frauen besetzt? Ja, Pflege ist weiblich. Also wir könnten da noch sehr gute Unterstützung durch männliche Mitarbeiter gebrauchen. Ja, das hängt aber auch ein bisschen damit zusammen. Es war ja damals, die Bezeichnung des Berufes war ja mal ein bisschen anders, so vor 40, 50 Jahren. Da war das im Prinzip die Schwester und da waren die Männer ja von Haus aus vom Namen schon mal weg, oder? Es ist ja... Ja, also Krankenschwester, das war die frühere Berufsbezeichnung. Und auch vor 40, 50 Jahren war auch eigentlich die Honorierung, also die Vergütung so gering, dass die wenigsten Männer damit auch konnten eine Familie ernähren. Das hat sich aber Gott sei Dank geändert. Das ist jetzt gar nicht mal so schlecht, ganz zu deinem Leidwesen. Es gibt natürlich ganz großen Wettbewerb unter den OTAs, oder? Es gibt einen großen Wettbewerb unter den operationstechnischen Assistenten. Aber wir haben halt das Glück, wir haben ja hier die einzige Schule im Saarland und in Rheinland-Pfalz. Das heißt, in Kooperation mit anderen Krankenhausträgern bilden wir die Menschen aus. Sie erhalten hier bei uns die theoretische Ausbildung und ihre praktischen Einsätze erhalten die Auszubildenden dann in ihren Häusern. Mhm. Unsere Auszubildenden haben natürlich das Glück, also sie kommen in einen großen Zentral-OP und in diesem großen Zentral-OP, da lernen sie alles. Also wir haben einfach sehr, sehr viele Fachdisziplinen und das ist in kleineren Häusern dann ein bisschen schwieriger. Man ist hier im Prinzip, wenn man mal den Tag sieht mit 24 Stunden, man ist schon sein Leben hier. Das heißt, die Freizeit muss sich ein bisschen anpassen. Es geht, also es finden sogar sehr viele ganz gut, wenn man viele Dienste hat, weil dann hat man halt eben auch mal einen Tag, wo man wirklich, sag ich mal, morgens gibt es halt einfach nur Sachen, die man nur dann machen kann und dann hat man halt eben den Tag frei, kann dann halt eben mal das Rezept abholen oder zu irgendeinem Arzt, das ist natürlich praktisch eigentlich. Das sagt jemand, der im Krankenhaus arbeitet, denn auch ihr müsst mal zum Arzt, oder? Ja, natürlich. Zum Zahnarzt. Genau. Okay. Ja, im Prinzip was ganz Normales, ist aber schon ein bisschen anders wie jetzt im Handel, sage ich jetzt mal. Das heißt, man hat Schichtdienst, man hat viel mit Menschen zu tun, man sollte sich das entsprechend gut vorher überlegen, ja? Genau, man hat andere Dienstzeiten, das heißt, es geht die Woche durch von Montag bis Sonntag, 24 Stunden können Dienste sein, aber nicht so, dass man denkt, man ist 24 Stunden im Krankenhaus. Es gibt einen ganz normalen Plan, es gibt sein Schichtmodell, man hat 7,5 Stunden oder 8 Stunden ist man im Haus und dann hat man seine Freizeit und die anderen 8 Stunden muss man ja auch noch schlafen nochmal, wie jeder andere auch. Das heißt, es ist ein Beruf wie jeder andere mit anderen Inhalten. Ja, es gibt natürlich auch schöne Momente, an die man sich natürlich erinnert, wo man sagt, allein das war es schon wert, den Beruf zu machen. Was fällt dir da spontan ein? Also jetzt ganz spontan, ich war mal bei einer Sektion dabei, also bei einem Kaiserschnitt und das Kind hatte eigentlich ein Herzproblem, musste dann hoch in OP und dann war das halt eben auch eine brenzliche Angelegenheit, aber es hat halt am Ende überlebt, es hat auch keinen Hirnschaden davongetragen, das war alles sehr schön dann, dass das Kind halt eben überlebt hat, es war halt auch ein Frühchen. So, ist natürlich auch das Thema Sprachen, du sprichst nicht nur Deutsch? Ja, ich spreche Deutsch, weil ich hier geboren bin. Ich spreche aber auch noch Arabisch. Arabisch ist nämlich ganz praktisch manchmal, oder? Ja, das stimmt allerdings. Vor allem, wenn man im Krankenhaus ist, auf der Intensivstation Patienten hat, die plötzlich eingewiesen wurden und die dann kein Deutsch sprechen, dass man da übersetzen kann. Genau, das im Prinzip, die sprechen nicht, aber die sind sofort heimisch, die wissen, da ist jemand und so weiter. Aber es ist ja nicht nur so, dass die Sprache da ist, sondern hier natürlich am Krankenhaus, es gibt alle Sprachen der Welt, glaube ich, oder? Ja, genau. Es gibt sogar eine Liste, wo sich die Kollegen eintragen können, welche Sprache sie sprechen und je nachdem, wer momentan Dienst hat, wird dann gerufen. Genau, das ist schon unglaublich wichtig, oder? Im Prinzip der heutigen Zeit, dass jemand da ist, der das spricht, die Sprache der Leute, die reinkommen? Genau. Also wir haben ganz viele Schüler aus unterschiedlichen Ländern weltweit eigentlich. Und im Haus gibt es insgesamt eine Liste, wie sie schon gesagt hat, wer steht zur Verfügung. Wir haben in allen Berufsfeldern haben wir Menschen aus unterschiedlichen Kulturen. Also wir sind Multikulti im Haus. Und das ist so, was die Gesellschaft mittlerweile auch bietet. Das ist auch gut so. Also, schön, oder? Ja, genau. Es ist bunt und es ist vielfältig. Und es ist gut, dass auch das Personal im Grunde diese Chancen bieten kann, dass ein Patient die Nähe erfährt, dass im Grunde die Muttersprache gesprochen wird. Ja, da sind wir direkt beim Thema. Du sprichst was? Tamilisch. Tamilisch? Genau. Und da sind ab und zu mal Leute da, die hier sprechen? Ja, also auch von meinem Heimatland. Okay. Ja, wenn die zur Sekt hier kommen. Also, das Witzige ist halt einfach, also ist ein auch viel bekanntes Kreis. Ne? Ja. Und dann schreiben die mich mal an oder halt rufen meine Familie an und sagen dann, ja, ihr Sohn arbeitet ja da. Und ob er uns mal helfen kommt, so zum Übersetzen. Okay, cool. Das war natürlich damals vor 30, 40 Jahren, war das anders, oder?
Ja, damals war das anders. Also, aber auch damals waren eigentlich schon Mitarbeiter in den Krankenhäusern, die eine andere Sprache gesprochen haben. Also Mitte der 70er Jahre, da waren zum Beispiel sehr viele aus Korea, die Koreanerinnen oder aus Jugoslawien. Und das heißt, man hat es immer schon genutzt, das Potenzial, das auch Mitarbeiter haben, die aus anderen Kulturen und anderen Ländern kommen. So, jetzt haben wir zwei Ausbildungsberufe hier stellvertretend. Einmal OTA, da gehen wir gleich drauf ein, aber links neu 4 Jahre. Genau, das ist die Ausbildung Gesundheits- und Krankenpflege mit integrierter Fachweiterbildung, Intensiv- und Anästhesiepflege. 4 Jahre Ausbildung. 4 Jahre Ausbildung, ganz neu. Und hier haben wir OTA, 3 Jahre. Genau, operationstechnische Assistentin oder Assistent heißt das. Genau, das ist nämlich der Assistent, ja. Männer, Frauen, ihr dürft euch jetzt bewerben, ja, wenn ihr das jetzt seht und habt Lust, hier zu arbeiten. Und ihr habt jetzt viel erfahren über Blut, über Freud und Leid, das muss man fairerweise sagen. Dann geht mal auf die Webseite, denn es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, sich hier zu bewerben. Unter anderem, man kann auch mal anrufen, es gibt auch die Möglichkeit, ein Praktikum zu machen. Ja, wir bieten Praktikas in allen Bereichen an. Also jeder, der auch ein spezielles Interesse hat, das werden wir organisieren, dass er genau auch da sich umschauen kann, um seinen Berufswunsch gegebenenfalls zu bestätigen. Ja, es gibt auch Gruppen, das heißt, ihr helft euch sogar gegenseitig in der Berufsschule, wenn mal Fragen sind. Es gibt auch WhatsApp-Gruppen. Ja, doch, ja schon. Also ganz normal ist es ja. Ja, genau, eigentlich wie überall auch. Das heißt, bewerben, 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 oder? Genau. Schickt die Bewerbungen los, wir freuen uns drauf. Wir führen Bewerbungsgespräche sehr zeitnah und gucken dann, ob das Ganze funktioniert. So. Vielen, vielen Dank und demnächst noch mehr zum Thema Ausbildung hier vom Winterberg. Dankeschön, tschüss.